letzter Vortrag. Wir gucken in die Zukunft. Manchmal sind diese Vorträge ein bisschen schwierig zu stellen, aufzubauen von der Seite, dass man sich überlegt, was für strategische Ausrichtung hat man, wo geht die Welt überhaupt hin, wo muss man wie auf dem Markt reagieren. Um ehrlich zu sein, habe ich es mir relativ leicht gemacht. Und zwar haben wir zwei konkrete Versionen für die Zukunft geplant mit schon einem recht klaren mit recht klaren Merkmalen, die reinkommen sollen. Und weil das meiner Ansicht nach relativ viel ist, werde ich mich darauf beschränken, das darzustellen, was wir konkret vorhaben und nicht in eine luftige Zukunft gucken. Wir sind ein bisschen zeitlich hinterher mit der Version 5.2. Die wollten wir eigentlich jetzt schon draußen haben, kommt aber bestimmt diesen Monat raus. In 5.3 hoffen wir für 2021 und außerdem soll es ein Timeview 3 geben. Was sich hinter diesen Kürzeln an inhaltlichen Merkmalen versteckt, das möchte ich gerade darstellen. Vielleicht einmal zu diesen Nummern. Also wir das müsste jetzt nicht nur für diese 5.2, 5.3 wichtig sein, sondern insgesamt. Also wir haben den Begriff Major Releases. Das ist, wenn die zweite Stelle, also 5.0, 5.1, 5.2 ist, oder 4.7 sind Major Releases. Die kommen so jährlich meistens. Und dann haben wir die sogenannten Minor Releases. Das ist die dritte Stelle, ja. Das sind Bugfixes. Die Major Releases sind wesentliche Merkmalsänderungen, also dass neue Möglichkeiten geschaffen sind. Bugfixes entstehen in den Minor Releases. Wenn wir, je besser wir arbeiten, desto weniger Minor Releases haben wir. Trotzdem, auch wenn das die Minor Releases keine großen wesentlichen Merkmale sind für die tägliche Praxis, können die natürlich wichtiger sein als ein Major Release, weil irgendwie ein Hindernis, was einen am Arbeiten hindert, damit aufgehoben wurde. Ich bitte Sie auch, die Release Notes immer zur Kenntnis zu nehmen. Wir geben uns Mühe damit, dass die ja sowohl aussagekräftig als auch nicht zu lang sind. Jeweils von der Homepage von dieser URL herunterladen. Wir fangen an mit der Version 5.2. Das ist die, die kurz vor der Tür steht. Es gibt jetzt nächstens Längsschnitte für die hydrodynamische Modellierung. Bisher gab es auch schon hydrologische Längsschnitte aus NASIM. Das heißt, Abflüsse für jedes Gewässer mit einer räumlichen Auflösung Systemelement, sprich Zufluss, Abfluss, konnte man in einer XML-Datei exportieren in ein Zusatzmodul, was immer mit ausgeliefert wird. Meine ich, bin mir gerade ganz unten ein bisschen unsicher. Und dann konnte man eben einen hydrologischen Längsschnitt machen, unten die Kilometer, auf der X-Achse die Kilometer und dann mit Graphen verbinden, sagen wir mal HQ100, HQ10 oder was auch immer. Oder auch andere Informationen aus NASIM einbilden, wie hier ist eine Systemelementgrenze etc. In 5.2 wurde das erweitert im Zusammenhang mit dem hydrodynamischen Rechenkern, wo wir ja sehr stark profilorientiert denken und wo wir auch aussagekräftige Wasserstände haben. Und zwar ist das so, dass wir jetzt diese Wasserstände auch wieder gewässerbezogen mit einer räumlichen Auflösung von Profilen rausschreiben können. Das geht erstmal weniger in Richtung HQ100 oder sowas, sondern mehr in der Denke, ich habe pro Ereignis ein so einen Maximalwert. Im Einzelnen sind das maximale Abfluss, sind das Wasserstände und Abflüsse, die wir jetzt haben. Und lustigerweise hat man da jetzt diese verschiedenen Konstellationen, dass ich einen maximalen Abfluss habe und dann fragen muss, was ist denn dabei der maximale Wasserstand? Oder unabhängig davon, ich habe einen maximalen Wasserstand, was ist denn dann auch dabei der maximale Abfluss? Sind da so vier Werte. Im Bereich Kanalnetzmodellierung haben wir was ausgebaut. Es gibt neue Speichertypen. Das sind Sachen, die konnte man auch in der Vergangenheit schon abbilden. Aber wenn man da jetzt so ein Durchlaufbecken im Nebenschluss hatte, dann musste man dafür eine kleine Betriebsregel machen und vielleicht
einen eigenen Abzweig noch angeben, also war relativ komplex. Dabei ist das so, dass man diese Art von Bauwerken in großen Mengen natürlich im Kanalnetz hat. Und jetzt ist das so, dass man da einfach einen Kasten reinzieht, dann sagt man, das ist ein Durchlaufbecken im Nebenschluss, gibt dann da drei Werte zu an, nämlich die Weiterleitungsgröße, wie viel wird zur Kläranlage weitergeleitet, wie groß ist das Becken und was ist der maximale Zufluss zum Becken, bevor es also überläuft. Das ist relevant weniger übrigens für die reine Wassermengenbetrachtung oder für die Abflussbetrachtung, sondern mehr relevant für die Schmutzfrachtberechnung. Wenn man sich fragt, welches Wasser wird abgeschlagen, ist das das Wasser, was später im Laufe eines Ereignisses kommt oder was früher im Laufe eines Ereignisses kommt? Das, was später kommt, ist vermeintlich sauberer. Diese Art von Überlegungen sind dann wichtig für die Schmutzfrachtberechnung, für die reine Wassermenge oder für die Abflüsse weniger. Geodatenimport hatte ich vorhin dargestellt, dass es diese Möglichkeiten gibt, Teilgebiete, Landnutzung und Böden, Geodaten zu importieren und miteinander zu verschneiden. Das wird jetzt erweitert um Fließgewässer und um Bauwerke. Die Fließgewässer soll sein ein Gewässernetz, wobei für jedes Gewässer eine zusammenhängende Linie reingegeben werden sollte. Das ist in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das übliche Landesgewässernetz. Muss man mal gucken pro Bundesland, was man da so kriegt. Vielleicht muss man da auch manchmal noch eine Fortprozessierung machen, um diese Art von Gewässernetz herzustellen. Bauwerke kann man über den Geodaten importieren, wobei jetzt ja auch schon die Möglichkeit besteht, Koordinaten anzugeben. Punkte hatten wir eigentlich ja schon immer eine Geodatenhaltung. Diese Linien werden mit den Teilgebietsgeometrien dann verschnitten, um zum Beispiel die Länge der Transportelemente rauszukriegen oder die Stationierungsgrenzen. Rein theoretisch könnte man übrigens da auch die Systemplanstruktur daraus ableiten. Das ist ganz lustig, machen wir nicht zurzeit, deswegen ist das grau. Das ist ganz lustig, weil manchmal gibt es Leute, die fragen danach, die fänden das scheinbar ein relevantes Feature, aber meistens, wenn ich da mit Leuten aus der Praxis rede, sagen die, ach ja, ganz nett, aber ist jetzt auch eigentlich relativ wenig Mühsal, hat man auch schnell selber. Würde mich noch interessieren, wie da einzelne Leute drüber denken. Deswegen habe ich es einmal gerade genannt, auch wenn das ein Nicht-Feature ist. Ein größeres Merkmal, dann die automatische Kalibrierung, die ab 5.2 mit ausgeliefert wird. Das ist implementiert als eine Anwendung des NASIM-Optimierers. Also wir haben ja schon Möglichkeiten, mal Beckengrößen zu optimieren für im Kanalnetz und dergleichen. Da ist es jetzt nicht so, dass Beckengrößen oder maximale Abflüsse modelliert werden, sondern da ist es so, dass die Eichfaktoren variiert werden. Ja, also das, was ein Mensch macht, dass er verschiedene Eichfaktoren ausprobiert, das macht hier der Computer automatisch mit dem Ziel, nicht ein möglichst billiges Kanalnetz zu haben, was den Anforderungen entspricht, sondern mit dem Ziel, eine gute Übereinstimmung mit dem Pegelabfluss zu erreichen. Die mit interessanteste Frage, die wir dabei hatten, war die Frage, was ist denn gut? Also gute Übereinstimmung im Pegelabfluss, da guckt jemand auf die Zeit rein und sagt, gut, nicht gut, ja. Aber wenn man das automatisiert macht, muss man das quantifizieren und das in der Literatur zurzeit wohl anerkannteste Verfahren ist das Klingen-Gupta-Efficiency, die sowohl den zeitlichen Verlauf, die Korrelationskoeffizient, als auch die maximalen Abflüsse, die Abflussspitzen, als auch das Volumen der Bälle, die Abflussfracht mit berücksichtigt. Variiert werden von dem Verfahren unabhängig voneinander die Retentionskonstanten, Oberflächenabfluss versiegelt, Interflow, Basis und die Bodenparameter, die Infiltration, Exfiltration und das Laterale, nee,
ist ja oben dabei. Wie auch immer, die Volumenparameter werden in einem Parameter auf jeden Fall geeicht. Und man macht das für eine Selektion von Systemelementen. Beispiel, man legt den NASIM, kommt gleich nochmal, für alle Elemente in der Selektion Oberlauf zum Beispiel kriegen dann dieselben Eichparameter. Ja? Es sind sehr viele Simulationsläufe, die durchgeführt werden. Der Computer macht deutlich mehr, als ein Mensch das machen würde. Der Optimierer liefert gute Ergebnisse. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Die Frage ist nur, was gut ist. Gut ist gemessen am Klinggupta, an der Klinggupta-Efficiency. Die Frage ist, ob die Klinggupta-Efficiency das abbildet, was ein Hydrologe meint, was gut ist. Der Ablauf in der automatischen Kalibrierung ist ja folgende. Also in NASIM legt man erstmal, definiert man eine Selektion und gibt ihr einen Namen. Zum Beispiel gibt man ihr den Namen Oberlauf. Ja? Oder das sollte man tun, legt die Elemente des Oberlaufs reinpacken. Oder man hat, sagen wir mal, Pegel X, dann ist alles oberhalb von Pegel X ist der Oberhalb, Pegel Y hat man das Zwischengebiet und dann wird man das Zwischengebiet Pegel X bis Y nennen. So. Alles, was in dem Oberlauf drin ist, wird jetzt mit den gleichen Eichfaktoren versehen. Aus NASIM heraus startet man dem Optimierer, das ist Extras Optimierung. Dann wählt man da von den vier Optimierungszielen, die man angeboten kriegt, die automatische Kalibrierung aus. Dann sagt man in dem Optimierer wiederum, ich möchte die Selektion Oberlauf optimieren. Dann gibt man für einen Haufen von Eichfaktoren minimale, maximale Grenzen an. Und dann startet man die Optimierung. Dann wird während der Optimierung auch so eine Grafik hier aufgebaut. Und zwar, was wir hier sehen, ist jeder einzelne grüne Punkt ist ein Rechenlauf gewesen. Und dann die Darstellung hier, das Grüne ist die Klinggupta-Efficiency. Da muss man hier auf die rechte Achse gucken. Die sollen möglichst eins sein. Eins ist tipptopp, ja. Und man sieht hier am Anfang ist es mies, ja. Und dann macht er auch erstmal jede Menge Zufallsläufe und haut alles Mögliche einfach rein. Und zum Schluss hin wird es planmäßiger. Dann könnte man hier jetzt auch ranzoomen und dann kriegt man da an die Eins heran oder je nachdem, in vielen Fällen wird man auch nicht an die 1 herankriechen, sondern wenn man dann so eine Efficiency von 0,85 hat, ist man schon häufig gut dabei. Man kann dann hier übrigens auf einen dieser Punkte draufklicken, auf eine Simulation, und dann kriegt man angezeigt, aha, das war der Optimierungslauf 17, also hier haben wir einen sehr frühen. Und dann sieht man hier die Qualitätskriterien. Es gibt ja jetzt Qualität im Sinne von Simulationsqualität. Es gibt auch jetzt schon in NASIM Qualitätskriterien, der Volumenfehler, die Nash-Sutcliffe und der Korrelationskoeffizient. Die kann man auch mit anzeigen lassen, aber optimiert wird auf den Klinggupta hin. Da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass es sich nicht lohnt, da auf die anderen noch groß zu gucken. Der ist einfach. Ja, eigentlich von dem, was da ist, normalerweise das Beste. Alternativ zu dieser Grafik kann man hier auch die Tabelle sich angucken. Da ist jeder Rechenlauf drin. Also hier von ja, Optimierungslauf 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist auch hier der Optimierungswert und andere wesentliche Daten, wie zum Beispiel auch die Eingabewerte. So, ja. Und ganz am Ende der Simulation, der Optimierung, klickt man in der Tabelle auf den Klinggupta-Efficiency und holt sich den Rechenlauf raus, der da rauskommen soll. Technisch funktioniert das Ganze. Wie weit das Ganze wirklich gut am Blick, ne? Nee. Wie weit das Ganze in der Praxis einsetzbar ist, da sage ich ganz ehrlich, wir müssen schlicht und einfach auch Erfahrung
sammeln. Das hat was damit zu tun, wie man den Simulationszeitraum festlegt, zu dem auch ausgewertet werden soll. Wenn man jetzt, gibt schon mal so Fälle, dann macht man einen sehr langen Zeitraum, dann hat man nachher eine sehr gute Efficiency, weil 95% der Zeit eine tolle Übereinstimmung ist oder vielleicht auch 98%, aber gerade in den 2% Hochwasserzeiten hat man eine schlechte Übereinstimmung. Das ist dann natürlich nicht hilfreich. Das ist ein Werkzeug, mit dem müssen wir, glaube ich, alle auch noch umgehen lernen. Vielleicht können wir auch noch mal ein eigenes Thema dazu machen. Vielleicht kriegt man noch mal einen Vortragsrahmen, um da das ganze Thema noch mal zu motivieren. Hier hätte jetzt hier auch in diesen Tagen vielleicht ein eigenes Thema sein können, aber ja, wir haben noch einfach viel andere Sachen. Automatische Kalibrierung, Kanalnetzsimulation, da sind ein paar kleinere Verbesserungen. Man kann ab der Version 5.2 das Volumen im Kanalnetz oberhalb angeben, also wenn man ein Becken hat, was ja oberhalb ist ein Kanalnetz, das Becken staut ein, dann wird auch das Volumen in den Kanal genutzt. Ja. Und die Angabe eines eingestauten Volumens im Kanalnetz erfolgt dann beim Speicher und der wird letztendlich zur Speicherwirkung ergänzt. Dann gibt es Fehlanschlüsse, dass jemand seine Garageneinfahrt fehlerhafterweise an den Trockenwetterkanal anschließt, weiß man natürlich nicht wirklich, wie viele es da gibt, aber kann man Erfahrungswerte angeben, da kann man Schätzwerte angeben. Noch die kleinere Änderung im NASIM 5.2. Es sind Datenbankviews ergänzt, um griffige Zusammenstellung wesentlicher Daten zu kriegen. Heike Schröder hatte das gerade gesagt, man kann die Daten ja direkt ins GIS jetzt reinladen. Wenn man das anhand dieser Views macht, dann kriegt man noch so griffigere Zusammenstellungen. Also das funktioniert mit ArcGIS und mit QGIS und dann wurde immer so ein Python mit ausgeliefert. Da haben wir mal langsam den Sprung von Python 2 auf Python 3 gemacht. Das war Version 5.2, die ja diesen Monat ausgeliefert wird, die im Wesentlichen fertig ist. Ich gehe jetzt rüber zu Version 5.3. Das dauert noch länger. Ist aber fest geplant. Also das erste Thema ist Ergebnisvergleich. Also Modelle benutzt man, um Was-wäre-wenn-Fragen zu beantworten. Ich habe einen Ist-Zustand. Was wäre, wenn ich da einen Speicher an der und der Stelle einbaue, den Speicher 1? Oder was wäre, wenn ich den Speicher 2 einbaue? Wie wirkt sich eine Änderung am Speicher, an der Landnutzung, an der Bebauung, auf Wasserstand, Abfluss etc. aus? Wir verwalten diese Daten heute, indem wir Modelldatensätze kopieren oder die interne Variantendatenhaltung benutzen. Was wir noch nicht gut können, ist, wenn ich, also diese verschiedenen Daten, die werden zwar vorgehalten, aber nicht griffig miteinander verglichen. Da weiß ich, dass sehr viele Leute da sehr viel Mühsal auch da reinstecken, um Excel-Tabellen zu pivotisieren und dergleichen. Ich denke, für eine gute, ansprechende grafische Aufbereitung ist das mit dem Excel auch in Zukunft bestimmt gut. Aber allein die Daten in den richtigen Zeilen und Spalten richtig zusammenzustellen, da können wir schon auch einiges machen. Man kann nächstens aus NASIM heraus einen anderen Datensatz oder eine andere Variante auswählen. Dann hat man hier, ich sag mal, diese Dimension. Ja? Es gibt den Begriff Variante mit, ohne Speicher, mit Speicher 1, Speicher 2. Wir haben die Dimension, dass wir verschiedene Ergebniswerte haben. Zufluss, Abfluss, Volumen, maximaler Zufluss, Abfluss, Volumen etc. Und die nächste Dimension ist der Ort, also was üblicherweise die Systemelemente sind. Ja, und hier wollen wir so eine Tabelle abbilden. Da haben wir in den Zeilen die Ortsdimension, ja. So, SE1, SE11, 23, 34. Dann haben wir gruppiert hier in den Spalten die Dimension Variante
Ja, Speicher 1, Speicher 2 mit oder der Ist-Zustand. Und dann haben wir hier noch als die in der dritten Dimension Grad der Versiegelung, Max-Zufluss, Max-Abfluss, also die verschiedenen Parameter. Ja. Wie die Dimensionen gruppiert werden, das kann jetzt so sein, dass oben die Variante ist, oder man kann auch anders gruppieren, dass man sagt, ich gruppiere nach Grad Versiegelung oder nach Max-Zufluss und packe dann da unten drunter die Varianten. Eigentlich ist das so ein dreidimensionaler Würfel, aber das kriegen wir nicht so einfach programmiert. Die Datenhaltung in Datenbank wird insgesamt ausgeweitet, jenseits auch der Geodatenhaltung, also der Geometrien. NASEM ist insgesamt auch komplex in Dateisystemen, was damit auch zusammenhängt, vor allen Dingen, dass es die Niederschläge, Pegel, Verdunst und die ganzen Eingabezeitreihen gibt. Das ist in vielen Fällen auch sehr wünschenswert, dass man die Zeitreihen neben dem Modell hat, weil man sie dann sehr leicht aktualisieren kann, wenn man eine neue Datenlieferung kriegt. Es ist schon mal lästig, wenn man jetzt ein Modell archivieren möchte oder weitergeben möchte. Dann möchte man gerne sagen, ich habe hier alles, was ich zum Modell brauche, will ich in eine Modelldatei reinpacken. Ja? Und da wird es möglich sein, die Eingangs als eine Rechenoption die Eingangsdateien in die Modelldatei zu speichern. Ja? Man hat sie nach wie vor auf Datei und dann sagt man bei der Simulation, und wenn du jetzt die Dateien einliest, dann packst du sie gleich mit in die Datenbank rein. Das ist gut für die Archivierung und auch zur Modellweitergabe. Es wird übrigens auch performant. Haben wir uns noch nicht programmiert, aber eigentlich sind wir uns recht sicher, dass es auch performanter wird. Einerseits, weil das ein binäres Format wird und weil wir mit dieser Art von Datenhaltung auch in der Lage sein wären, teilweise Datenzeitreihen einzulesen. Also wenn man jetzt mal gerade kürzere Simulationszeiträume hat, kann es schon mal sein, dass die Simulationszeit eigentlich durch das Einlesen der Zeitreihen dominiert wird. Ich denke, das wird besser. Wir haben uns dagegen entschlossen, erstmal Ergebniszeitreihen auch da reinzupacken, weil wir wollen mit dieser Zeitreihen-Datenhaltung erstmal ein bisschen da Erfahrung sammeln. In die ähnliche Richtung geht das dann, dass diese Volumenabflussbeziehungsdatei, die aus einer Präprofilverwaltung kommt, also AK Tape 18, kann mit in den Modelldatei rein oder auch die Volumen-Conveyance-Beziehung für den HDR, die Network XML, die sollen auch mit da rein und übrigens auch jeweils variantenfähig. Radarzeit rein ist auch nochmal wieder ein Thema Geodatenhaltung übrigens. Guter Umfang mit flächigen Radarniederschlägen, weiß ich gerade nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es ist Ihnen. Ja, ist okay. Also wir haben natürlich heute Radarzeitreihen vorliegen, mehr und mehr. Die liegen in so einem Grid vor. Wir haben externe Tools, um diese Radarniederschläge in Gebietsniederschläge umzurechnen. Dazu gibt es ein ArcGIS-Tool oder manche machen das auch mit Fuse. Ab Version 5.3 werden wir diese Möglichkeit auch nach NASEM reinpacken. Das heißt, ähnlich wie heute in Teilgebieten eine Geometrie hat dann eine Niederschlagstation eine Geometrie, nämlich die Radarzelle. Und ähnlich wie heute diese Gebiete miteinander verschnitten werden, wird das auch miteinander verschnitten. Was wir noch nicht machen werden, aber was ich denke, was eine klasse Ausbaustufe ist, dass man dann nicht nur hergeht und Radarniederschläge pro Gebiet mittelt, sondern dass man auch sagt, ich habe hier einen Teil des Gebietes, der wird mit der einen und einen Teil des Gebietes, der wird mit der anderen Radarzelle berechnet. Wir haben heute nämlich das Problem, dass durch diese Mittelung auch Wellen flach gehauen werden können, was nicht ganz richtig ist. Ja, TimeView 3 ist nicht wirklich eine Time-NASEM-Version, also die Nutzungs-, also wir haben das Zeitreihenwerkzeug TimeView. Da muss man sagen, ist die Nutzungsoberfläche schlicht und einfach in die Jahre gekommen. Also das GUI-Toolkit, was wir da einsetzen, ist ja nicht mehr zeitgemäß so. Und daher brauchst du eine Grunderneuerung. Allein um die Oberfläche zu modernisieren, jenseits der Frage, ob man irgendwie dies und jenes besser macht. So.
als ein wesentliches Merkmal aus, also es wird dann anders aussehen und leichter zu bedienen sein. Ein wesentliches Nutzermerkmal soll dieses Reprozessieren von Berechnungsschritten sein. Also man lädt aus NASIM drei Zeitreihen rein, addiert die miteinander, addiert und zieht eine dritte ab, integriert das Ergebnis, ja. Ist so ein üblicher Weg, was man mit TimeView macht. Und was man jetzt hat, ist, dann macht man einen neuen Rechenlauf, man hat dann nur drei neue Zeitreihen und man muss diese Sachen wieder neu eintippen. Da kann man was mit Skript hingegen machen, dass man das nicht immer wieder neu machen muss, aber da muss man eben Skript schreiben, finden Leute auch mühselig häufig. Was wir machen wollen, ist, dass man das dann automatisch neu prozessiert. Ich habe gerade eine gelbe Karte gekriegt, ist aber nicht ganz schlimm, denn ich bin auch schon gut durch. Ja, was ist zu tun? Ärmel hochkrempeln und ja, das Fecht zu programmieren. Bei 5.2 haben wir noch ein paar kleine Bugs gerade. Deswegen sind wir ein paar Wochen mit der Veröffentlichungsdatum hinterher. Insgesamt, wir kriegen Unterstützung von den NRW-Verbänden, um diese Tätigkeiten auch durchzuführen. Wir machen das natürlich auch mit erheblichen eigenen Ressourcen, aber dafür sind wir sehr dankbar. Danke. Schwerpunkte sind Regenwasserbewirtschaftung, Geodatenhaltung, Klimawandel.